So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und es ist soweit, mein erstes Sponsoring-Video, ja. Ich werde gerade genötigt, hier was zu machen, wozu ich absolut keine Lust habe, nee, Spaß. Ihr kennt alle Pokehandres Melli und die hat in letzter Zeit ja sowieso Karten bei sich ausgepackt, das Pokémon Trading Card Game, egal ob Pokémon Go Karten oder Pokémon Karten allgemein. Es gibt ja so viele Pokémon Karten, so viele Sets. Viele Leute von euch sammeln das seit der Kindheit, immer noch jetzt im Alter. Das ist ja eine richtige Leidenschaft von vielen Leuten, von mir nicht, aber sie hat was klar gemacht und zwar hat sie meinen Kanal wohl mal dem Inhaber von Mystery Cards gezeigt, mysterycards.de, und die haben so Mystery Boxen und er wollte gerne mir eine Mystery Box kostenlos zusenden, dass die in einem Unboxing-Video mal ausgepackt wird, gezeigt wird. Werbung für die Seite. Ich habe was zum Auspacken. Ich packe gerne Sachen aus. Ich muss mich nicht verbiegen. Es ist trotzdem Pokémon-Inhalt irgendwo, weil viele Leute das bestimmt auch interessiert und die sich sowieso regelmäßig Karten überall kaufen. Jetzt sollte ich also auf den Shop, sollte da einen Gutschein eingeben, mit dem ich eine 200-Euro-Box mir kostenlos zusenden lassen konnte. Dankeschön erstmal an mysterycards.de, dass die das überhaupt so gemacht haben. Ich meine, ich finde jetzt nicht, dass ich die Reichweite habe, dass sich das lohnt. Pokehandres Melli hat aber noch weniger Reichweite, kriegt regelmäßig Sponsorings, hat das mir vermittelt und so habe ich eigentlich was kostenlos zum Auspacken, also wieso nicht? Das Paket, was ich bekommen habe, steht hier hinter mir. Das wollen wir jetzt mal auspacken. 200 Euro. Ihr könnt ja mal reinschreiben, seid ihr Pokémon Kartensammler, sammelt ihr Karten in der Kindheit, jetzt aktuell habt ihr alles, was ist eure wertvollste Karte? Ich habe hier dieses große fette Paket bekommen von mysterycards.de. Muss ich nochmal dazu sagen, ich vergesse es nämlich sonst wieder. Und da soll eine 200 Euro Mystery Box drin sein. Was alles in einer Mystery Box ist, weiß ich aber selber nicht. Deswegen wollen wir da zusammen jetzt mal reingucken. Pokehandres hat auch noch einen Code, den ich euch nachher mal vorlesen muss, dass wenn ihr selber doch mal bei mysterycards.de was bestellen wollt oder zukünftig sagt, ach, ich bestelle meine Karten jetzt immer da, dass ihr da auch irgendwie so 10% sparen könnt oder irgendwas. Dann war noch so ein Infodex dabei, dass es da immer so Schutzhüllen gibt in den Mystery Boxen wohl auch, beziehungsweise ab 65 Euro Warenwert. Ich kann ja mal kurz lesen. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht, so professionell wie ich bin. Bei jeder Mystery Box sind auch immer Hüllen dabei. Die gehören nicht zur Box, die gibt es so gratis dazu. Ab 65 Euro gibt es immer eine Packung Hüllen dazu. Oder eine Packung Sticker oder Action Flips. Ich weiß nicht, was Action Flips sind. Ich kenne nur Erdnussflips. Aber Action Flips klingt auf jeden Fall auch sehr gut. So. Beim steht da extra drauf, YouTube Ramses der Dicke, weil ich das so als Adresse eingegeben habe. Da hatte ich auch Spielraum, Freiraum, das war sehr cool. 200 Euro an den Ramses geschickt, für nix. Das ist sehr schön eingepackt, guckt euch das an. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt hier drin ist. Schmeißen mal das ganze Verpackungszeugs hier in die Ecke. So, hier ist ein bisschen Styroporzeug noch dabei. Das kommt auch fort. Mysterycards.de. Dann haben wir hier. Oh, das sind Aufkleber dabei von www.mysterycards.de. Vielleicht kennt sogar einer von euch die Seite. Also das sind Aufkleber, da kann ich meine ganze Stadt zukleben. An jedem Laternenpfahl, wo ich vorbeilaufe, kann ich mysterycards.de jetzt draufkleben. Hier hinten sieht es sogar aus unter dem DE. Als wäre das eine Chilischote. Das gefällt mir sehr gut. Das sieht aus, als wäre da was scharf. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Ein Tütchen Gummibären. Das ist bis jetzt auf jeden Fall mein Highlight. Dann haben wir hier Card Sleeves 100 Stück. Also diese Schutzhüllen für die Pokémon-Karten 100 Stück sind angeblich also ab 65 Euro sowieso immer dabei. Da haben wir eine Packung. Und wir haben heute eine zweite Packung, aber das sind Inner Sleeves 64 x 89mm vor Standard Cards. 100 Premium Sleeves. Was ist der Unter... Alter, das ist ja,
Das sind Ultra Pro Card Sleeves und das sind 100 Premium Sleeves. Was ist jetzt besser? Ultra oder Premium? Premium oder Ultra Pro? Auf jeden Fall verschiedene Karten Sleeves. Wir nehmen mal das erste Teil. Ihr habt jetzt hier verschiedene auch in Papier noch eingehalten. Da sind noch mehr Gummitierchen. Nochmal Gummitierchen am Start. Nochmal Gummitierchen am Start. Hier sind nochmal Gummitierchen am Start. Wer weiß, wie lange die schon liegen. Wir nehmen mal das erste, was wir hier haben. Und gucken mal da rein, was das ist. Eine Box, ein Karton, ein sonst was. Oh, eine Top-Trainer-Box. Pokémon-Sammelkartenspiel. Glänzendes Schicksal mit Evoli drauf. Top-Trainer-Box. Ich wollte unbedingt so eine Elite-Box von Mewtwo, vom Pokémon Go Trading Card Game. Jetzt habe ich hier plötzlich eine glänzende Schicksal-Top-Trainer-Box. Die glänzt auch wirklich. Was ist da alles drin? Die Top-Trainer glänzendes Schicksal des Pokémon-Sammelkartenspiels enthält 10 Booster-Packs, eine holographische Promokarte mit Evoli VMAX, 65 Kartenhüllen mit Giga Dynamax Evoli, 45 Energiekarten, eine Spielerleitung, ein Regelbuch, 6 Schadensmarkenwürfel, 1 bei Wettbewerben zufälliger Münzwurfwürfel, 2 Kunststoffmarken für spezielle Zustände, 1 Sammelbox zum Aufbewahren sämtlicher Artikel mit 4 Trennstegen zum Organisieren, 1 Codekarte für das Pokémon Sammelkartenspiel online. Das ist auch alles nochmal hier gezeigt, hier aufgelistet. Das sieht auf jeden Fall genial aus. Schwarz mit sehr goldener Schrift plus eben dem Evoli vorne drauf. Ihr seht ja auch, das glänzt wie verrückt, auch durch die Hülle. Also das Ding alleine würden sich andere Leute sowieso schon kaufen, hinstellen. Gibt es bestimmt welche, die das haben. Gehen wir mal an das zweite Bagel hier ran. Das fühlt sich irgendwie metallisch jetzt an. Packen das mal aus und haben hier Pokémon Trading Card Game Blizzy. Und was ist Blizzy? Das ist ein Charnera in einer Alu-Box. Hier am Rand habt ihr sogar Relaxo drauf. Guckt euch das Relaxo an. Das sieht genial aus. Hier nochmal Hytera natürlich. Nicht Charnera, Hytera. Hier vorne ist Pikachu. Da auch also eine super geniale Karte drin von Pokémon Go. Pokémon Go, das ist schon Pokémon Go. Jetzt sehe ich jetzt erst genau Pokémon Go mit Hytera auf einer Arena. Eine Folien-Promo-Karte featuring Pikachu, ein Additional Foil-Card featuring Pikachu, Snorlax or Blizzy, 4 Pokémon TCG, Booster Packs, ein Sticker Sheet und ein Card-Code für Pokémon TCG Live. Das ist leider Englisch, aber die meisten von euch sammeln sowieso alles, egal ob Deutsch oder Englisch. Hier also diese schöne Alu-Box mit Hytera drauf. Ach, schon wieder. Ja doch, Hytera war jetzt sogar richtig. Also das ist auf jeden Fall richtig cool. Jetzt haben wir hier irgendwas. Alles extra einzeln verpackt. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass das bei mir jetzt so ewig im Flur rumgelegen hat. Obwohl das alles richtig schön gemacht ist und toll aussieht. Dann habt ihr hier nochmal Karten, ein... Was? Give your collection a boost. Ein kleines Boost, ne? Guckt das an. Hier ist ein Giratina drauf. Richtig heftig. Und hier habt ihr diese, also Lost Origin Schwert und Schild Booster Packs mit einer Marke, mit so einem großen Coin. Da ist hier Lauchzelot drauf. Und ihr habt hier eine fette Karte von Snibunna mit Unlicht. 3 Booster Packs sind das, glaube ich. 3 Booster Packs, diese Snibunna Karte hier. Das eine kleine, dünne Packung, aber sowas gibt's auch, denn alle Artikel, die ihr hier seht, könnt ihr auf mysterycards.de natürlich bestellen. Egal ob diese Alu-Box oder diese andere Box oder dieses oder überhaupt die Gummibärchen gibt's bestimmt auch dort zu bestellen. Machen wir mal nochmal das nächste auf und haben hier Poltergeist. Boah, es geht in die Halloween-Richtung rein. Mad Party Pin Collection. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Es sieht aber auf jeden Fall verdammt gut aus schon wieder. It's a mad party with Poltergeist. Also der polnische Teegeist. Kennt ihr Poltergeist? Ghost. Nee, Poltergeist. Doch, Geist. Nicht Ghost. Das ist einfach Deutsch-Englisch in einem. Dieses Pokémon
Und hier auch von Shining Fates. Verschiedene Booster Packs in so einem Pub drin. Sieht auf jeden Fall auch mega interessant aus. Hier haben wir diesen, wenn ich den Namen wüsste, den haben wir gerade bei Schwert und Schild natürlich. Den haben wir entwickelt, das ist der Patch. Wer da die Streams immer geguckt hat, dieser dieser heftige, brutale, schwarze Rabe. Shining Fates. Hier steht extra drauf, das lasse ich erstmal am Rand liegen. Gehen wir weiter jetzt diesem kleinen. Ich sehe es schon wieder ein bisschen dunkel. Es ist wirklich schlimm. Du kommst den ganzen Tag zu nichts und dann, wenn du zu was kommen willst, dann ist schon wieder die Sonne weg und dann sieht alles komisch aus. Hier haben wir jetzt einzelne Booster Packs. Hier haben wir einmal Pokémon-Sammelkartenspiel, schimmernde Legenden, 10 zusätzliche Spielkarten. Da ist ein shiny Genesect drauf in Rot. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Schimmernde Legenden. Hier haben wir verborgenes Schicksal. Da ist Arctos, Zapdos und Lavados drauf. Verborgenes Schicksal. Auch sehr schön gemacht. Traue ich mich gar nicht aufzumachen, weil das halt so einfach richtig gut aussieht schon. Schwert und Schild. Farbenschock. Das kann ich gar nicht erkennen, was das ist. Das ist auf jeden Fall was Metallisches. Sieht aus wie ein UFO, ein Käfer, UFO, Pokémon, irgendwas. Auf jeden Fall wieder ein neues Pack. Alles kreuz und quer. Dann haben wir direkt Schwert und Schild. Nochmal mit hier einem fetten Relaxo drauf, was böse guckt. Und irgendwelchen Giga-Dynamax-Form. Ihr werdet sicherlich viele Sachen davon wiedererkennen, wenn ihr leidenschaftliche Pokémon-Sammler seid, Pokémon-Kartensammler. Wir haben Sonne und Mond. Sonne und Mond, Bund der Gleichgesinnten. Haben hier ein Nachtara und ein Darkrai drauf. Auf diesem Booster-Pack nochmal 10 Karten. Ob wir das alles irgendwann mal auspacken sollen? Trick or Trade! 3 Additional Game Cards. Halloween Edition oder was? Mit Gengar? Und hier Pikachu auf einem Kürbis im Pikachu-Style. Das passt ja richtig gut. 2 Päckchen davon von diesem Halloween, von dieser Halloween-Ausgabe, lege ich auch mal mit hier drauf. Dann haben wir hier noch Visitenkarten. Visitenkarten von mysterycards.de. Ich werde natürlich die Seite in der Beschreibung verlinken, so oft wie es nur geht. 100-mal muss ich das verlinken, werde ich das verlinken, damit es auch jeder mitkriegt. Ich habe gedacht, naja, okay, aber jetzt muss ich echt sagen, da sind richtig fette Sachen dabei. Also, dass das einen Wert von 200 Euro hat. Dann haben wir hier nochmal wieder andere. Das sieht ja alles anders aus. Hier hast du einfach nur diese Tütchen. Hier hast du diese fette Box, hast du die Alu-Box, hast du diesen Papp-Dings. Jetzt hast du hier auch Booster-Packs, die aber nochmal extra in einem Papp eingepackt sind und nochmal anders speziell aussehen. Pokémon Trading Card Game. Sun and Moon Unified Minds. Mit. Hier haben wir diesmal Psyana drauf und Deoxys. Psyana und Deoxys ist hier drauf, wenn man das erkennt. So sehen die hier aus in so einem Papp-Pack. Dann haben wir hier Sonne und Mond, Cosmic Eclipse, was wohl dann Lunala und Solgaleo darstellen soll. Haben wir hier einmal drauf. Bei denen dreht sich jetzt die ganze Zeit schon um die Jahreszeit des Lichts, dass die endlich erscheinen in Pokémon Go. Die Leute warten gespannt drauf. Ihr habt da nochmal Sonne und Mond Unbroken Bonds. Sieht aus wie Reshiram und Glurak. Auch sehr geniales Design. Hier ist so Samdek und das geht schon ein bisschen heller zu als bei den anderen. Das andere feurig. Hier ist Samdek. Hier habt ihr Reshiram dabei. Adi ist gerade reingekrochen gekommen ins Bad. Jetzt traust du dich her oder was? Jetzt kommst du hier angeschissen. 2 Dinge haben wir noch. Wir haben jetzt hier dieses etwas größere noch. Champions Path Collection. The Bowl V. Komplett schwarz, ein schwarzer Karton, ein schwarzer Plastikkarton, richtig brutal. Champions Path, The Bowl V, Double Up with The Bowl. Ja. The Bowl ist wohl dann halt der Name für das Schaf. Guckt euch das an vom Design. Hier ist das Schaf. Sehr genial, dieses Schaf. Und dann habt ihr hier eine Karte. Hier habt ihr eine
riesengroße, fette Megakarte. Hier habt ihr Booster-Packs dahin dann nochmal. Also auch wie das so steht, wenn das so im Laden steht. Klar, das ist ansprechend. Kein Wunder, dass viele Kinder sagen, Mama, Mama, krieg ich das, bitte, bitte. Alle wollen irgendwas haben. Und das sieht richtig toll aus, wenn man das so sieht, wenn das so, ihr wisst, es ist eine Sucht, Sammelkarten, überhaupt alles. Ich habe mich damit nie beschäftigt, wenn ich das jetzt so alles sehe, ich glaube, das ist der Anfang dann in die Sucht rein oder wie. Darf eigentlich nicht. Und jetzt ist hier noch so eine super geniale Frühstücksbrottüte, wo extra draufsteht, beziehungsweise Extras. Und in dieser Brottüte habt ihr nochmal 1, 2, 3, 4, 5 andere Tütchen drin gehabt. Sind Extras. Das wird vielleicht jetzt exklusiv für mich sein oder so. Nicht mehr zu dem 200-Euro-Paket, aber ist trotzdem immer noch am Start. Und guckt euch das an. Ihr habt ja einfach so einen Ständer. Ja? Wenn ihr keinen Ständer habt, besorgt euch einen bei mysterycards.de. Das ist... Ich weiß nicht mal, was das ist. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist Kunststoff, durchsichtiges, PVE, PV irgendwas. Schön abgeschliffen, abgekantet. Ne? Ich komme ja aus der Werkzeugmechanikerbranche. Könnt ihr dann eine Karte reinstellen, eure beste Karte, und stellt die so in den Schrank da drauf. Die sieht richtig heftig aus. Guckt ihr das an? Diese Ständer, ja, das ist der ständigste Ständer, den ich je geständert habe. Den stellen wir jetzt mal hier in die Ecke. Das tun wir hier rein. Wir gucken kurz noch hier, weil es ist ja immer noch. Was haben wir da wieder? Star Wars. Star Wars. Disney Star Wars. Prequel Trilogie Playing Cards Episode 1, 2 und 3. Kadamundi. So. Spielkarten von Star Wars. Ist das jetzt sowas, wo man Mau Mau und andere Sachen mitspielen kann? Auf jeden Fall ein Star Wars Päckchen, Spielkarten. Ja, hier steht Joker drauf. Das heißt, es wird ein normales so ein Skat-Spiel sein, so ein Skatblatt mit König, mit Bube, mit Joker, mit 1 bis 10, mit allem drum und dran. Also nicht das, aber anders. Ihr wisst, wie es heißt. Das heißt, ein gratis hier als extra noch ein Sammelkartenspiel von Star Wars dabei. Prequel hier, Episode 1 bis 3. Man erkennt das halt jetzt nicht so, aber guckt euch das an, Luke, der ist so böse. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Kann ich bestimmt mit Marie mal wieder Karten spielen und sagen, guck mal, muss nicht immer Barbie-Karten sein, können auch Star Wars-Karten sein. Und alle rasten aus, komplett. Dann haben wir hier... Nicht knicken, vorsichtig behandeln. Was ist das? Was wird da drin sein? Nicht knicken, vorsichtig behandeln. Wir ziehen es mal hier raus und haben hier ein... Ist schon wieder ein Ständer oder was hier? Die haben es mit ihren Ständer. Ja, nicht knicken, nicht, dass es nämlich kaputt geht. Oh mein Gott, das ist runtergefallen. Richtig genial. Du brauchst es gar nicht knicken. Die hätten noch draufschreiben sollen, nicht runterwerfen. Weil woher soll ich das wissen, dass man das nicht werfen darf? Jetzt versuche ich hier irgendwie was abzumachen. Weiß trotzdem nicht genau, was das ist. Es ist... Soll es ein Bilderrahmen sein? Ihr habt hier so einen Rahmen. Ja, ein. Wahrscheinlich... 2, 3, nee, warte mal. Oh mein Gott, ich bin Logan Paul. Jetzt raff ich's. Das legt man aufeinander. Das sind Magnete, oder? Ja, das sind Magnete, aber wahrscheinlich falsch rum. Jetzt hab ich's. Das ist hier eine Deckplatte. Und das ist ein Mittelteil. Und das packst du hier drauf. Und dann hast du hier noch frei. Dann ist hier bestimmt die Rückwand. Und die geht hinten ran. Jetzt ist alles staubig und dreckig. Jetzt hast du hier einen gläsernen Sarg und hier rein kannst du auch eine Karte packen. Wenn du eine richtig krasse, heftige Karte hast, legst du die hier in die Mitte, machst das hier so zu. Dann kannst du das auch so hinstellen, ausstellen, irgendwas. Das ist auf jeden Fall auch cool. Mal gucken, pack ich ein Foto von mir rein, ne? Damit ich mich selbst immer bewundern kann. Nicht knicken, ganz wichtig.
was haben wir hier? Wir haben nochmal Energiekarten, so wie es aussieht. Mystery Booster Lottery Series Nummer 100 von 350. Also ich kann auf jeden Fall hier Energiekarten durcherkennen. Soll ich das jetzt extra aufmachen? Um nochmal hier reinzugucken. Moment. Tag Team Karten. Das. Ich fliege hier gar nicht durch. Jetzt ist hier extra eine Karte drin. Japanisch. Tag Team Karten. Ich sehe hier lauter Baby Pokémon. Da ist sogar Togekiss mit drauf. In so einer Hartplastikschale auch extra dabei. Drei Dinger. Wir haben hier den Rest. Sind das jetzt alles Energiekarten? Ist da auch noch was anderes mit drin? Das ist alles. Ich blick da. Da sind auch noch andere Karten dabei. Hier Duflor, Rotomurf, sonst was. Sepa, Absol-Karte, Mew. Da ist eine Mew-Karte noch und so weiter. Also, das sind eigentlich Dinge, die man so mal. Heldenmedaille. Die man so auch mal irgendwie auspacken müsste, zeigen müsste. Das ist so vollgestopft alles. Ich krieg's doch gar nicht mehr rein. Hier haben wir jetzt. Nummer 180 von 350 ist da auch wieder so eine extra Spezialkarte dabei. Adi, ich sehe schon, wenn du hier rangehst, steht nichts mehr so da, wie es mal war. So. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Jetzt haben wir hier auch extra eingepackt eine Energiekarte in so einem Teil. Das muss wirklich Lotterie sein. Und hier habt ihr nochmal Karten drin. Auch Energiekarten, andere. Aber da werden auch Pokémon-Karten drin sein. Die werde ich jetzt aber nicht auspacken. Ich kriege die nämlich gar nicht mehr rein, habe ich gerade gemerkt. Habe aber immer noch hier so ein Knüppel liegen. Und den werden wir auch noch auspacken. Und werden da auch noch reingucken. Dann haben wir nochmal Star Wars-Karten drin. Star Wars Classic Trilogie Playing Cards. Nämlich Episoden 4, 5 und 6. Auch wieder Spielkarten. Ihr seht es ja hier schon. Guck mal, der König ist hier der Darth Vader. Ne? Die 2 ist ja so ein Druide in der Wüste, irgendwas. Das heißt, du kannst aus den und den. Das sind auch zwei super. Ach so, ja. Ass, habe ich gar nicht gesehen. Ass ist Meister Yoda. Und das ist auch die 2, der Anakin, der Böse. Jetzt haben wir also sogar noch zweimal Disney-Spielkarten von Star Wars. Es ist also nicht alles nur Pokémon, sondern als Surprise in the Mystery Box gibt es auch noch das. Ist da jetzt was dabei gewesen, was euch interessiert hat? Irgendwas, was euren Geschmack geweckt hat? Wo ist mein Handy? Ich muss noch mal gucken hier. Es gibt nämlich immer noch den Freundescode, also den Gutscheincode. Wenn ihr bei mysterycards.de was bestellen wollt, dass ihr den Code POGEFREUNDE nutzt, dann erhaltet ihr 10% Rabatte auf alles außer Mysteryboxen und Adventskalender. Das heißt, ihr könnt trotzdem aber gezielt, wenn ihr sagt, boah, ich wollte mir sowieso auch mal so eine komische Trainerbox holen, kostet, sagen wir mal, so und so viel Euro. Nehme ich jetzt den Code POGEFREUNDE, spare ich dann natürlich 10%. Es gibt ja Leute, die sagen, sie wollen das. Jeder hat einen anderen Geschmack. Bei der Mystery Box weißt du nie, was drin ist. Manchmal ist was, wo du sagst, verdammt, das habe ich schon. Hätte ich es mir lieber einzeln gekauft, hätte ich direkt suchen können. Aber so bin ich jetzt komplett zu. Also da war wirklich mega viel Inhalt drin. Damit hat es angefangen. Das war das Erste, was wir ausgepackt haben. Ich muss sagen, vielen Dank. Pogehandris, Melli, für das Vermitteln, da, dass du mich da so vorgestellt hast und ihm das gezeigt hast. Vielen Dank an Mystery Cards, dass sie gesagt haben, ey komm, wir wollen, dass der mal ein Paket von uns auspackt bei sich. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das jetzt viele von euch sehen und das Video ordentlich Aufrufe bekommen und ihr das gerne mal teilt und sonst was und hin und her. Damit würdet ihr mir eine Freude machen, denn ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn mir jemand für 200 Euro was schenkt und es geht total unter. Deswegen, ich habe mir selbst noch nie irgendwas gesucht, noch nie irgendwas angefragt. Die kamen jetzt auf mich zu. Das ist unglaublich. Hätte ich nie gedacht, dass jemand da wirklich sagt, ey, hier, hast du Bock vielleicht, ne? Deswegen, Dankeschön dafür, Mystery Cards, Pogefreunde. 10%. Links sind nochmal in der Beschreibung alles drin und ich muss das jetzt alles wieder einpacken. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt damit machen soll.
Tag Team Kartenbruder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, ich gönne mir jetzt noch Gummibärchen. Danke für alles, danke, 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 danke an jeden, der das auch hier bis zum Ende geguckt hat. Was hat euch am besten gefallen? Schreibt's mal rein. War es vielleicht die Evoli-Box oder war es hier das mit dem Schaf? Ich weiß noch nicht mal den Namen. Ich weiß nicht mal den Namen von dem Schaf jetzt überhaupt. War es was anderes? War es der Poltergeist? War es die Alu-Box? Waren es die Star Wars-Karten? Waren es die Gummibärchen? Schreibt mal Hashtag Gummibärchen rein, wenn ihr es bis zum Schluss geguckt habt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.